Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wie viele Trippel von aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen x, y, z gibt es so, dass x streng kleiner ist als y, y streng kleiner ist als z und so, dass das Produkt dieser drei Zahlen genau dasselbe ergibt wie ihre Summe? Da die Zahlen aufeinanderfolgend sind, muss x dasselbe sein wie y minus 1 und z dasselbe sein wie y plus 1. Diese Gleichheit schreibt sich also so. Das ist die Zahl x, das ist die Zahl y, das ist die Zahl z. Hier das Gleiche. Und dann haben wir hier links y minus 1 mal y plus 1, das ergibt y Quadrat minus 1, binomische Formel. Links steht also y mal y Quadrat minus 1 und rechts sehen wir dreimal die Zahl y und minus 1 plus 1 ergibt 0. Daher also diese Gleichheit. Jetzt setzen wir 3y noch links rüber und somit ergibt sich diese Gleichung. Y mal y Quadrat minus 4 gleich 0. Und hier können wir natürlich das Null-Produkt anwenden und so finden wir als Möglichkeiten für y die 0 und plus minus 2, also so. Es gibt also drei verschiedene Fälle. Wenn y 0 ist, dann muss x minus 1 sein und z plus 1 sein. Daher dieses Zahlentrippel, das diese Bedingungen erfüllt. Wenn y minus 2 ist, dann finden wir als Zahlentrippel minus 3, minus 2, minus 1. Und wenn y 2 ist, dann finden wir als Zahlentrippel 1, 2, 3. Also, wie viele solche Trippel gibt es? 3. Sie stehen da. Endantwort auf die gestellte Frage: 3. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.